In diesem Video wird addiert, und zwar Licht. Wie das mit der additiven Farbmischung funktioniert, schauen wir uns hier an. Rot, Grün und Blau sind die Farben, die unser Auge wahrnimmt, aber die auch von deinem Handy-Display verwendet werden, um alle anderen Farben zu produzieren. Wenn man Rot, Grün und Blau addiert, dann erhält man Weiß. Dass das stimmt, kann man sehr einfach an einem Regenbogen sehen, denn der Regenbogen ist da wird weißes Licht ja wieder aufgespalten in seine Bestandteile und dann sieht man, dass alle Farben in weißem Licht enthalten sind. In diesem Experiment schauen wir uns die Farbmischung mit RGB, wie man das vom Computer kennt, Red, Green, Blue, also zu Deutsch Rot, Grün, Blau mal an. Dazu habe ich hier so drei LEDs, die auf einem Schirm leuchten und die kann ich einzeln ein- und ausschalten. Also schauen wir uns das Ganze mal an. Hier habe ich Blau. Wenn ich zu dem Blau jetzt Rot nehme, sehe ich, dass die Mischung der beiden hier Magenta ergibt. Magenta kennt man vom Durga. So, jetzt machen wir mal Rot aus und versuchen uns mit Grün. Grün und Blau ergibt Cyan. Cyan kennt man auch vom Drucker. Lassen wir mal das Grün an und versuchen uns mit Rot und Grün. Rot und Grün ergibt zusammen Gelb. Gelb kennt man auch vom Drucker. So, jetzt kann man natürlich die Helligkeit ändern und damit bekomme ich natürlich verschiedene Farbtöne hin. Verschiedene helles, dunkles Grün, aber auch verschiedene Gelbtöne, je nachdem wie ich das mische. Jetzt kann ich ja nochmal das Blau dazu nehmen. Blau, Rot und Grün und ja, die Kamera, die überstrahlt das ein bisschen, aber doch, man kann es ganz gut erkennen. Hier habe ich Rot, hier habe ich mein Cyan, hier habe ich Blau, hier habe ich mein Magenta, sorry. Also man kann es ganz gut erkennen, hier habe ich Rot, hier habe ich Magenta, hier habe ich Blau, hier habe ich Cyan, Grün und Gelb. Und hier in der Mitte, da habe ich Weiß. Also alles zusammen ergibt Weiß. So, jetzt will ich gerade nochmal zeigen, wie das Teil aussieht. Dazu mache ich es hell. Und was ich hier gehabt habe, ist eigentlich was ganz Einfaches. Hier sind drei LEDs drin. Und diese drei LEDs kann man hier vorne ganz einfach schalten. Und dann kann ich meine Farben mischen. Leider sieht es auf dem Bildschirm hier von der Kamera nicht so schön aus wie in echt. Aber ich hoffe trotzdem, dass man das Ganze irgendwie erkannt hat. Das hier ist Newtons Farbrad. Versetzt man es in Drehung, sieht man sehr schön, dass alle Farben zusammen weiß ergeben.